Hallo, in diesem Video wollen wir die komplexe Inversion anschaulich darstellen. Dazu benutzen wir die Riemannsche Zahlenkugel. Zunächst einmal wählen wir einen Teil der komplexen Ebene als Definitionsbereich. Das ist das quadratische Gitternetz auf dem Boden. Dieser Definitionsbereich wird jetzt mit Hilfe einer stereografischen Projektion auf die Kugel transformiert. Das bedeutet, dass man die Punkte des Definitionsbereiches über Verbindungsstrecken mit dem Nordpol der Kugel verbindet, wobei der Nordpol der höchste Punkt der Kugel ist und den habe ich rot eingezeichnet. Gut, dann machen wir das mal mit einem Punkt. Ich ziehe jetzt also eine gelbe Verbindungsstrecke von diesem Punkt zum Nordpol. Und da, wo die Strecke in die Kugel eintritt, das ist dann die Projektion dieses Punktes. Als nächstes projiziere ich eine ganze Reihe des Gitternetzes auf die Kugel. Ja, und wenn man jetzt alle Punkte des Definitionsbereiches auf die Kugel projiziert, dann erhält man ein Gitternetz auf der Kugel. Gut, dann entfernen wir jetzt den Definitionsbereich, den brauchen wir nicht mehr, und wir wenden uns jetzt den Funktionswerten zu, also dem Wertebereich. Die Funktionswerte findet man, indem man am Nordpol ein Licht anzündet. Und dieses Licht wird, wenn es durch die Projektion geht, einen Schatten werfen. Und der Schatten, das sind dann die Funktionswerte und die bilden den Wertebereich. Gut, dann schalten wir jetzt mal das Licht an. Ja, und vielleicht seid ihr überrascht, denn der Wertebereich sieht ja genauso aus wie der Definitionsbereich. Ja, aber das ist auch kein Wunder, denn wir haben ja noch gar keine Funktionswerte gebildet. Dazu muss man nämlich die Kugel bewegen. Ja, und im Falle einer Inversion müssen wir die Kugel um eine waagerechte Achse drehen, die ich jetzt mal einzeichne. Ja, das ist also die Achse, um die wir die Kugel jetzt drehen werden, aber ich mache diese Achse direkt wieder weg, denn sonst wird das Bild zu unübersichtlich. Gut, dann beginnen wir jetzt mit der Drehung der Kugel und die Lampe am Nordpol wirft also einen Schatten und dieser Schatten, das sind dann die Funktionswerte. Die Funktionswerte der Inversion werden allerdings erst dann angezeigt, wenn sich die Kugel um 180 Grad gedreht hat, also wenn die Kugel auf dem Kopf steht. So, jetzt lasse ich die Animation wieder rückwärts laufen und ihr achtet mal auf die vier Halbkreise in der Mitte des Schattens. Diese vier Halbkreise werden nämlich wieder gerade gebogen und werden dann zu den Grenzen des Definitionsbereiches. Ja, das ist das Schöne an der Riemannschen Zahlenkugel. Man sieht also nicht nur Funktionswerte, sondern man sieht auch ganz genau, wie sich ein bestimmter Punkt des Definitionsbereiches ganz langsam in seinen Funktionswert verwandelt. Gut, ich lasse jetzt die Animation noch ein zweites Mal durchlaufen und ihr könnt ja mal auf die vorderen Ecken des Definitionsbereiches achten. Die befinden sich ja jetzt sozusagen außen und nach der Inversion befinden sie sich innen. Man sagt auch, die Inversion kehrt das Innere nach außen
und das Äußere nach innen. Wir sind am Ende angelangt. Auf Wiedersehen!